Na, hallo, hier ist wieder euer Magnethelm mit einem weiteren Tutorial. Heute diesmal mit TechSmiths Camtasia Studio 8. Ja, das Programm benutze ich selber zum Schneiden und Rendern dieser ganzen schönen Videos, die ihr euch jeden Tag ab 18 Uhr bei mir im Kanal anschauen könnt. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Grundsachen erklären von Camtasia. Viele Leute haben Hass auf Camtasia. Ich finde Camtasia einfach, schnell und mega geil. So, da haben wir hier oben die Datei. Neues Projekt. Projekt öffnen, Projekt speichern, also wie immer. So, bearbeiten, rückgängig, bla 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 bla. Ansicht. Ja, verschiedene Ansichten. Klar, Wiedergabe, Tools. Camtasia hat eine eingebaute Bildschirmaufnahme. Das heißt, ich nehme gerade Camtasia mit Camtasia auf. Ja, ist das nicht geil? Also, wie gesagt, wirklich normale Bildschirmaufnahmen kann man immer schön mit Camtasia machen. Alles, was Spiele betrifft, unterstützt Camtasia leider nicht. Dafür nehme ich XSplit. So, dann haben wir natürlich in den Tools die Bildschirmaufnahme, die gesprochenen Kommentare. Das heißt, wir können noch extra Kommentare davor und danach, was auch immer, einfügen zu dem Video. Also direkt sozusagen in Camtasia einsprechen, die Kamera aufnehmen. Audioeinstellungen, Zoom- und Schwenkeinstellungen, visuelle Eigenschaften, Cursor-Effekte, Callouts, Übergangseffekte, Beschriftung, Quiz. Jo, das war's. So, diese Callouts und Quiz zeige ich euch jetzt einfach mal im Beispiel. Wir gehen einfach mal in die Clip-Auswahl, Medien importieren. Da öffnet sich hier so die ganzen lustigen Sachen. Wir nehmen einfach mal. Was nehmen wir denn? Wir nehmen. Arma 3. So. Öffnet sich hier oben der Clip. Da kann man das hier. So, dann Motor an. So, geht die Vorschau schon los. So, dann kann man hier das einfach mal in die Spur hier unten einfügen. Jupp, ziehen wir uns ein bisschen vorne ran. Die haben nämlich auch Raster. Also unten, das rastet alles in die Timeline ein. Der Timeline ist sozusagen das hier unten. Ich hoffe, man sieht den Mauscursor auch. Im unteren Feld, neben Spur 1, ist das Raster. Also das nennt man Timeline, so rum. So, wenn wir jetzt hier meinetwegen, haben wir hier dann unseren Spurbalken hier. So, dann können wir nämlich das Grüne rausziehen und das Rote. Und dann können wir nämlich ganz einfach was rausschneiden. Einfach markieren, entfernen, weg. So, den Kumpel hier wieder zusammenziehen und schon können wir das wieder hin und her bewegen. Und seht ihr, dass der Streifen dann gelb wird, wenn es einrastet? Hier, auf Timeline einrasten. So, dann kann man es natürlich vergrößern. Und natürlich auch verkleinern. Ja, dann haben wir hier nämlich die Einstellung. Hätte man noch Markierungsansicht und Quizansicht. Quizansicht, also es mit dem Quiz geht zwar, könnte man sozusagen Fragen einfügen. Quiz einfügen. Problem ist nur, dass man das nicht übernehmen kann auf die Variante YouTube. Das kommt dann eine Fehlermeldung und sagt dann, geht nicht. So, hätten wir nämlich noch Callouts, da können wir hier so ein paar Dinger reinmachen, die können wir auch beschriften, wie wir wollen. Da gibt es alles mögliche an Callouts hier. Hier gibt es wirklich mehr als genug. Also das ist noch nicht alles. So, was haben wir denn noch so für lustige Funktionen? Was so diese Zoom und Schwenk? Meinetwegen auf einen Bereich hingehen, zum Beispiel wir wollen hier oben hinschwenken. So, pass auf, zeige ich euch. Ich komme aber nicht bis zu dir. So, nochmal gesehen. Ich komme hier und dann zoomt das da hinten ran. Ist eine lustige Funktion, wenn man eben sich die kleinen Sachen eben hin hervorheben möchte, wie zum Beispiel, da hinten steht ein Panzer, da könnte man das dann nachbearbeiten und dann da reinzoomen, dass man den Panzer zum Beispiel sehen würde. So, dann hätten wir Audio, da haben wir hier automatisch unsere Audiospur, die nimmt Camtasia auch gleichzeitig mit auf. Da können wir lauter, leiser machen, dann haben wir Lautstärkenausgleich, also falls jetzt mal was laut ist, zu leise ist, dann wird das eben runtergeregelt. Störgeräusche entfernen, da kann man natürlich auch ein Störgeräusch-Training machen, Klicks entfernen, Übersteuerung entfernen und der Mix auf Mono.
Dann Bearbeitungswerkzeuge, leiser, lauter, Audiopunkt. Da kann man. Also, wir müssen jetzt nicht das ganze Ding nehmen, sondern wir können jetzt auch einfach mal einen Audiopunkt hinzufügen. Und schon können wir nämlich bloß so Teile lauter machen. Falls wir jetzt mal ein bisschen leiser waren. Also, man muss nicht immer alles nehmen, sondern man kann das wirklich ins Detail machen. Und das Schöne ist, so, wenn wir hier ranzoomen. Ja, warte, das war rauszoomen. Wir hier ranzoomen, hier siehst du wirklich alles. Das ist so ein. Der Balken ist dann sozusagen knapp eine Sekunde. Also, wie gesagt, da sind wirklich jede Menge Bearbeitungsmöglichkeiten da. So, was haben wir noch? Audio hat man. Übergangseffekte. Es ist sozusagen, wenn wir was geschnitten haben, können wir uns hier irgendwas aus diesen lustigen Effekten rausnehmen. Zum Beispiel hier der Vorhang. Jetzt haben wir natürlich die eine Irgendwie Stelle ganz schön fliegen wir nach vollgemüllt. links. Ja, irgendwie fliegen wir nach Ja, links. was? Ne, warte, wir schneiden. Wir machen hier nochmal kurz einen Cut hier rein. Und hauen hier den Vorhang rein. Pass auf. So. Ja, gar nicht so cool sein, wie es Chaos kam. Ja, das ist eben ein Übergangseffekt. Sehr unauffällig, aber manchmal sehr hilfreich. Dann eben das. Ja, hier seht ihr sozusagen das Mikrofon und Audioassistent. Kann man alles Mögliche einstellen. Audioformat. So, was haben wir denn noch? Beschriftung. Die Beschriftung. Ja, meinetwegen hier bla 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 bla. Und das fügt es dann hier so ein. Das kann man dann hier rumschieben und. Ja, so kleine Kommentare, Beschriftung, Sprache zur Schrift. Also man muss nicht alles schreiben, man kann auch gleich diktieren. Das ist auch immer sehr nett. Kameraaufzeichnung. Ich habe leider keine Kamera hier an meinem Rechner. Aber genau dasselbe wie die Kommentare. So hätte man nämlich noch die visuellen Eigenschaften. Kann man nämlich noch eine Animation hinzufügen. Dann gehen wir hier hin. Animation hinzufügen. Und haben natürlich jetzt. Ja, das Ding ist, 1,6 Kilometer davor haben sie uns abgeschossen mit per Luftabwehr. Haben wir natürlich keine ausgewählt, aber da kannst du skalieren. Zum Beispiel, dass ich im Nacken gucke. Und es immer dunkel wird. Schatten. Ach, alles Mögliche kann man da hier noch nachbearbeiten. Mit den visuellen Eigenschaften. Ja, dann haben wir natürlich die Bibliothek. Die ist von Camtasia. So ein bisschen Beispielmusik und was ist das? Ach hier, sowas. Ein Intro sozusagen. Ja, und so ein Zeug. Also wirklich, wirklich sehr umfangreich. Da kann man das natürlich auch auf der Camtasia-Seite oder bei der TextMess-Seite kann man das natürlich auch erweitern. Wie ihr schon seht, umso mehr wir hier einfügen, umso mehr Spuren bekommen wir. Wir können das natürlich dann auch in die Spuren hochschieben, können komplette Spuren ausmachen, können komplette Spuren sperren. Und jetzt denke ich mal, kommen wir mal zum wichtigsten Punkt, nämlich produzieren und weitergeben. Da kann man das zum Beispiel direkt auf YouTube gleich machen. Könnte man. So, und jetzt mal produzieren und weitergeben. Da hat man dann hier so eine lustige Liste. Und da kann man sich dann hier irgendwas aussuchen, was man haben möchte. Hier, die Smart Player sind sozusagen für Homepage. Kann man sozusagen dieses Video direkt auf die Homepage einfügen. Da, bei sowas, bei diesen unteren, bei diesen Smart Playern geht das, dass man eben ein Quiz und sowas macht, aber hier oben leider nicht. Also ich nehme immer 720p, reicht für mich. Kannst du natürlich auch noch benutzerdifferenzierte Produktionseinstellungen wählen, aber ich denke mal, ja, dass mein Bildschirm ist eben so groß. Ich habe ein bisschen komische Abmessungen von meinem Bildschirm. Aber so kann man da wirklich alles Mögliche einstellen. Haben wir was vergessen? Natürlich die Hilfe. Tutorials, Technical Support, na, Update suchen. Wirklich alles sehr schön erklärt, bis ins Detail rein und wie gesagt, wirklich easy. Na dann, Dankeschön fürs Zuschauen und lasst mir noch einen Daumen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Dankeschön!